Das Gerichtsurteil im Prozess gegen den Doppelmörder Marcel Hesse ist vor wenigen Augenblicken gefallen. Der Fall des 20-jährigen Herne-Killers schockierte ganz Deutschland. Hesse ermordete zwei Menschen auf außergewöhnlich brutale Art und Weise. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Bild Live. Marcel Hesse hatte im März 2017 erst einen Nachbarsjungen und dann einen Bekannten ermordet. Wie im Blutrausch stach er immer wieder auf die Opfer ein. Und nachher prahlte er mit der Tat im Internet. Jetzt das Urteil, lebenslänglich mit dem Vorbehalt der Sicherungsverwahrung. Ja, und bevor wir über die Urteilsbegründung sprechen, schauen wir nochmal auf den Fall zurück. Ich habe hier gerade den Nachbarn umgebracht. Fühlt sich ehrlich gesagt gar nicht so besonders an, um ehrlich zu sein. Meine Hand blutet jetzt und das ist das Einzige, was mich gerade stört. Vielleicht locke ich noch einen Nachbar rüber, macht er das Gleiche. Wie ging's Jaden? Hat er viel Schmerzen gehabt? War der schnell bewusstlos, dass er nicht so viel mitgekriegt hat? Hat er Angst gehabt? Wollte er, dass seine Mama bei ihm ist? Das sind so Sachen, die wirklich immer extrem viel durch den Kopf gehen. Überall Blut und es lagen Stücke, Teile, wie auch immer man das nennen will, verteilt im Raum. Das sind Täter, die eiskalt sind. Sie sind berechnend, sie haben keine Gefühle, so wie im Schweigen der Lämmer Hannibal Lecter. Wut, Hass, ich habe alles in mir an Gefühlen, die man so haben kann. Wir hatten es mit einem sehr brutalen Mörder zu tun. Was aber besonders war an dieser Sache, er hat mit seinen Taten gerühmt. Und dann habe ich jetzt zwei Morde auf dem Hals. Bei mir im Studio ist jetzt Frank Schneider. Frank, was sagst du zu dem Urteil und was genau bedeutet das? Ja, das ist ein sehr ungewöhnliches Urteil, weil der 19-jährige Marcel Hesse ist jetzt nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt worden. Und das ist relativ ungewöhnlich. Normalerweise werden in Deutschland Heranwachsende bis zum 21. Lebensjahr nach Jugendstrafrecht verurteilt. Er ist ja auch vor der Jugendkammer angeklagt gewesen. Aber die beiden Gutachterinnen, es gab zwei Gutachterinnen, die ein psychiatrisches Gutachten über ihn erstellt haben in dem Prozess. Und beide haben gesagt, nein, er ist ausgereift, er wusste genau, was er dort tut, er ist voll schuldfähig und er muss wie ein Erwachsener auch verurteilt werden. Und das hat der Richter jetzt auch gemacht und hat ihm eben ja in Deutschland die größtmögliche Strafe gegeben. Lebenslang, besondere Schwere der Schuld, das heißt, auch nach den berühmten 15 Jahren, die man ja so bei lebenslänglich in Deutschland erwartet, kann er keinen Antrag stellen auf Freilassung. Er sitzt mindestens 20, eher 25 Jahre. Und dann gibt es noch diesen Vorbehalt der Sicherungsverwahrung. Das muss man vielleicht erklären. Die Sicherungsverwahrung heißt ja, ein Täter kommt auch nach Verbüßen der Haftstrafe nicht raus. Hier, der sogenannte Vorbehalt hängt damit zusammen, das ist wieder, was ich eben schon beschrieben habe, das 19-jährige Alter von dem Täter. Er ist eben noch so jung, dass man sagen muss, er soll noch mal eine Chance haben, vielleicht doch noch mal irgendwie rauszukommen. Deshalb nur der Vorbehalt. Und er wird dann irgendwann in 20, 25 Jahren begutachtet werden. Und dann wird man feststellen, ist er weiterhin gefährlich oder nicht. Und dann wird entschieden, ob er noch mal überhaupt jemals raus darf. Es kann wirklich sein, dass er nie wieder die Freiheit sehen wird und 60, 70 Jahre im Gefängnis verbringen wird. Du hast dich ja auch ganz genau mit dem Fall beschäftigt. Was macht ihn so außergewöhnlich? Ja, das sind viele Faktoren, die diesen Fall so unglaublich machen. Erstmal natürlich die Auswahl der Opfer. Er hat einen kleinen Nachbarsjungen getötet, der ihm nichts getan hat. Einfach nur so. Er hat ja immer behauptet, er wolle sich eigentlich umbringen. Das hat aber nicht geklappt. Er hat sich auch nicht richtig getraut. Und dann hat er, wie er das damals selber nannte, sich entschlossen, etwas Knastwürdiges zu machen. So schrieb er später in einem Chat. Er tötet jemanden und kommt lebenslang ins Gefängnis. Den Gefallen tun ihm jetzt die Richter. Ja, und dann hat er diesen kleinen Jungen auf unglaubliche Art und Weise getötet. Mit unglaublich vielen Messerstichen ihn regelrecht wirklich niedergemetzelt. Und dann ist er geflüchtet und hat auf der Flucht Unterschlupf gefunden bei einem Bekannten aus dem Internet und hat den dann, als der den konfrontiert hat und die Fahndung sah, auch gesagt hat, du musst zur Polizei oder ich rufe die Polizei, hat er den auch getötet. Und zwar auf extrem grausame Weise. Das ist vor Gericht dann in allen Details beschrieben worden. Ich will das nicht nochmal in allen Details auch erklären, vielleicht nur so viel. Er hat ihn regelrecht gefoltert. Er hat noch die PIN-Nummer der EC-Karte aus ihm herausgefoltert. Er hat ihn gefragt, willst du schnell sterben oder willst du lange leiden? Dann hat er ihm irgendwann wieder gesagt, wenn du das jetzt so und so machst, dann rufe ich einen Krankenwagen und helfe dir.
Irgendwann merkte dieser Christopher, der ruft ja gar keinen Krankenwagen, er war schon schwerst verletzt, konnte sich nicht mehr bewegen und sagte dann nur, warum rufst du denn keinen Krankenwagen? Und dann hat er ihn mehr oder weniger nur ausgelacht. Also die Vorgehensweise des Täters unglaublich. Und was dann die Krönung sozusagen noch war, er hat dann angefangen, diese Taten im Internet zu posten. Wir haben eben auch in dem Film nochmal diese Sprachbotschaften gehört. Er hat Chats abgesetzt, er hat Fotos verschickt, auch Fotos von seinen Opfern, grausame Fotos von den zugerichteten, schrecklich zugerichteten Leichen. Er hat mit dem Messer posiert, er hat sich feiern lassen im Netz. Anfangs dachte man, es wäre das sogenannte Darknet, war es aber nicht. Es war so ein relativ geheimer Chatraum, den nur wirklich Insider kennen, und da werden die grausamsten Fotos gepostet. Und da hat er sich ja gerühmt feiern lassen und war mal für ein paar Tage sozusagen ein Held im Netz mit seinen besonders grausamen Taten. Und das ist, glaube ich, das extrem ungewöhnlich an diesem Fall und vielleicht auch der Grund, warum die Gutachter gesagt haben, wer so vorgeht und das auch so plant und nur im Endeffekt aus sadistischen Motiven und um einmal der große Held im Internet zu sein, der muss auch die volle Härte des Gesetzes spüren. Und die Sprachaufzeichnungen von eben diesen Prahlen nach den Taten, die liegen uns vor, und da hören wir jetzt mal eben rein. Ich habe hier gerade den Nachbarn umgebracht. Fühlt sich ehrlich gesagt gar nicht so besonders an, um ehrlich zu sein. Meine Hand blutet jetzt und das ist das Einzige, was mich gerade stört. Hab gerade das Blut abgewaschen, einer meiner Schulz ist noch blutig, aber das war's eigentlich. Man konnte jetzt nicht mehr sich fokussieren auf die reine Fahndung, sondern man musste auch gucken, was wird wo kommuniziert. Und das unter dem Zeitdruck, dass der Täter noch weitere Taten angekündigt hat. Vielleicht locke ich noch einen Nachbar rüber und mache da das Gleiche. Und Marcel Hesse wählte seine Opfer beliebig aus. Frank, was kannst du uns über das Motiv sagen? Ja, das war zum Beispiel was ganz, ganz Wichtiges in diesem Prozess. Man hat natürlich nach diesem Motiv gesucht. Warum macht jemand so etwas? Wie gesagt, er sah keine Perspektive in seinem Leben. Er hatte sich mal ursprünglich bei der Bundeswehr beworben. Er war ein sehr schlechter Schüler, hatte große Fehlzeiten und sein Traum war zur Bundeswehr. Er fand sich dann auch selber toll, wenn er in Tarnkleidung durch die Straßen lief. Aber in dem Auswahlverfahren bei der Bundeswehr hat man sofort gemerkt, der ist überhaupt nicht in der Lage, bei der Bundeswehr vernünftig einen Job auszuüben. Dem darf man keine Waffe in die Hand geben. Er hat sich da auch auffällig verhalten, hat den Job nicht bekommen. Und ab diesem Moment sah er keine Perspektive mehr. Und dann zogen seine Eltern in eine kleinere Wohnung. Er musste ja bei seinen Eltern wohnen bleiben. Er hatte ja momentan keine Perspektive. Und dann hat er selber ausgesagt, er hat sich dann entschieden, ja, dann bringe ich mich doch lieber um. Und dann, als das aber wie gesagt nicht richtig klappte, soll das Motiv gewesen sein, ich muss dann irgendwas machen, um ins Gefängnis zu kommen. Das haben aber auch, glaube ich, die Richter, wie aber auch der Staatsanwalt und auch die Gutachter eben nicht komplett geglaubt, sondern da ist offenbar ein großes Stück Sadismus als Motiv dabei. Er hat es genossen, seine Opfer zu quälen. Zum Beispiel bei Jaden auch nochmal ein Detail. Er sagt dann selber, Jaden habe ihn angeguckt während der Tat und geschrien und dann habe er ihm in die Augen gestochen. Man muss sich das mal vorstellen, ein kleiner Junge verzweifelt schreit um sein Leben und er sticht ihm in die Augen. Ich meine, das sagt ja alles darüber aus, wie dieser Täter tickt. Und ich habe es ja eben beschrieben, Christopher wurde regelrecht gefoltert von ihm. Er hat zum Beispiel auch, nachdem Christopher bereits tot war, das zweite Opfer, mit einer Gabel noch an der Leiche Verletzungen hervorgerufen. Er hat mit einem Akkuschrauber in diesen Fuß gebohrt. Er wollte offenbar den Fuß abtrennen und damit posieren im Netz. Also es sind unglaubliche Grausamkeiten. Und da vermuten viele auch ein Motiv, dass er wirklich auch eine Art psychische Erkrankung hat, diesen Sadismus. Aber er gilt als voll schuldfähig, weil ihm völlig klar war, was er da tut. Du hast ja auch mit der Mutter des neunjährigen Jadens, des ersten Opfers, gesprochen. Ja. Und in einen Ausschnitt des Interviews schauen wir jetzt mal rein. Jaden war ein aufgeweckter, freundlicher und lieber Junge. Der hat keinen Fußball gespielt, es war ihm zu viel Gewalt. Er war sensibel. Sehr ehrlich, fleißig und sehr hilfsbereit. Ich gehe da überhaupt nicht alleine hin, wenn ist mein Mann dabei. Man hat ja auch immer das Bild vor die Augen, dass er da unten im Loch liegt, ne? Ganz alleine. Ging's Jaden? Was hat er tatsächlich gespürt? Hat er viel Schmerzen gehabt? War der schnell bewusstlos, dass er nicht so viel mitgekriegt hat? Hat er Angst gehabt? Wollte er, dass seine Mama bei ihm ist? Das sind so Sachen, die wirklich immer extrem viel durch den Kopf gehen.
Ja, ein besonders schwerer Tag heute für die Mutter. Sie war heute auch beim Prozess dabei, hat alles mitverfolgt und hat uns vorher noch gesagt, wie sie damit umgeht. Den Umständen sprechen. Wie gehen Sie jetzt hier heute hin? Gerechtigkeit zu bekommen. Gemischte Gefühle. Haben Sie das funktioniert? Ich hoffe es. Frank, du hast auch mit der Mutter des Mörders gesprochen. Genau. Und ihr Sohn hat ihr noch einen Brief nach seinen Taten geschickt. Was stand da drin? Ja, er hat aus dem Gefängnis hat er einen Brief geschickt und da bereute aber die Taten überhaupt nicht drin. Also überhaupt gar keine Schuldeinsicht auch zu spüren, keine Erkenntnis, dass er da etwas Schreckliches angerichtet hat. Er hat der Mutter eigentlich nur geschrieben, dass sie sich um seine Katze kümmern soll. Und wenn sie keinen Kontakt mehr mit ihm haben wolle, dann könne sie ihm das ruhig sagen. Sie sei jetzt die Mutter des Satan. Und wirklich sehr kalt geschrieben, sehr kühl geschrieben, sehr oberflächlich. Und am Ende schreibt er seiner Mutter dann noch und achte ein bisschen auf deine Ernährung, so nach dem Motto, sonst wird die Katze dich noch überleben. Also wirklich auch da merkt man, wie er tickt. Er hat dann noch einen zweiten Brief geschrieben und zwar im Rahmen des Prozesses, aber ziemlich gegen Ende. Wirkte so ein bisschen wie vorgeschoben, als wenn er dachte, er kann damit noch etwas retten. Er hat der Mutter, insbesondere des zweiten Opfers, die Mutter von Christopher, die hat den Prozess wirklich sehr schwer überstanden. Ihre Aussage war extrem emotional und sie sagte damals auch im Prozess, ich möchte eigentlich nur eins, ich möchte mein Kind zurück. Das hat ihn offenbar doch angefasst und da hat er nochmal einen zweiten Brief geschrieben und eben gesagt, ja, es tut mir alles irgendwie leid, aber ob man ihm das wirklich abnehmen kann, ob er wirklich überhaupt überschauen kann, was er angerichtet hat, das kann man zum momentanen Zeitpunkt überhaupt nicht sagen. Das wird vielleicht auch zeigen, wenn er jetzt eine Therapie im Gefängnis macht. Also er soll auch in einer sozialtherapeutischen Einrichtung untergebracht werden. Frank, darf ich ganz kurz unterbrechen? Wir wollen mal eben rausschalten zu Bildreporter Michael Engelberg vor dem Landgericht Bochum. Michael, die Urteilsverkündung ist jetzt wenige Augenblicke her. Wie wurde sie begründet und wie haben die Kläger und der Täter darauf reagiert? Ja, hallo erstmal hier aus dem Landgericht Bochum. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen, weil hier eine ganze Menge Beton in der neuen Hütte verbaut wurde und das Netz ziemlich schlecht ist. Ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass die Urteilsbegründung ungefähr nur 25 Minuten gedauert hat. Marcel Hesse kam rein, hatte einen schwarzen Anzug an, darunter sein kariertes Hemd, was er, glaube ich, jetzt 25 Verhandlungstage lang getragen hat. Marcel Hesse saß völlig in sich gekehrt gegenüber seines Anwalts Michael Ende. Der Richter hat ehrlich gesagt zur Begründung nicht viel gesagt. Er hat sich auf die Ausführungen des Staatsanwalts bezogen, hat gesagt, dass für ihn das Gutachten der beiden Gutachterinnen völlig schlüssig sei, dass er voll schuldfähig sei. Zudem, dass das Erwachsenenstrafrecht anzuwenden sei. Und er hat gesagt, Marcel Hesse habe 2016 die Schule abgeschlossen, habe sich dann um einen Ausbildungsplatz bei der Bundeswehr beworben. Nach dem missglückten Auswahlverfahren habe er sich dann arbeitslos gemeldet und das sei ein deutliches Anzeichen, dass er an der Lebenswelt Erwachsener interessiert sei. Im Saal war es die ganze Zeit wirklich sehr, sehr andächtig, aber alle sind ein bisschen überrascht, dass die Urteilsbegründung jetzt zu Ende ist. Und die Bilder, die wir gesehen haben, werden für lange Zeit die letzten sein. Das war heute einer der zeitlich letzten Auftritte von Marcel H. in der Öffentlichkeit. Und Marcel Hesse hat ja auch lange geschwiegen. Hat er inzwischen mal irgendwas gesagt, vielleicht auch mal eine Entschuldigung abgegeben oder irgendwas? Und wie haben die Hinterbliebenen der Opfer auf das Urteil reagiert? Ihr habt vielleicht über einen Brief gesprochen schon, den Marcel H. Seiner Mutter geschrieben hat. Da konnte er natürlich sehr sicher sein, dass der durch die Kontrolle durch das Gericht geht. Gefangenenpost und Urhaftlingspost geht über den Tisch des Richters. Somit wurde er dann verlesen und er hat sich da nochmal entschuldigt. Aber da muss man sagen, dass alle das als Taktik vor den Plädoyers gehalten haben, dass er wahrhaft Reue gezeigt hat. Davon geht endlich keiner aus. Dann vielen Dank, Michael Engelberg nach Bochum. Ja, mit dem Fall beschäftigt hat sich auch der Psychotherapeut Dr. Christian Lüttke. Und im Bildinterview hat er erklärt, was das Besondere an diesem Fall ist. Das Besondere an der Tat in Herne ist im Grunde genommen das durchtriebene, das eiskalte und geplante Verhalten. Wirklich keinerlei Respekt vor dem Leben zu haben, sondern nur
einen ganz persönlichen Macht- und Tötungsrausch zu erleben. Ein Täter sagte mal, im normalen Leben, da bin ich ein Niemand und im Internet bin ich ein Jemand. Also es ist nicht nur eine Trophäe, mit dem er seinen Machtrausch verlängert, sondern es ist für ihn die Möglichkeit, für ein paar Augenblicke die Aufmerksamkeit anderer User zu genießen. Ja, 52 Messerstiche auf das erste Opfer, 68 Messerstiche auf das zweite Opfer. Dr. Christian Lüttke erklärt uns mal etwas über das Vorgehen und über das Motiv von Marcel Hesse. Hier ging es dem Täter nicht nur um das Töten, der hätte dann auch ein Stich möglicherweise gereicht, sondern das klassische Übertöten. Und das ist immer Kennzeichen der Psychologie des Täters. Das heißt, es geht ihm hier darum, Macht zu genießen, einen Blutrausch zu genießen, Herr über Leben und Tod zu sein. Solche Täter haben ein vollständig anderes Unrechtsbewusstsein. Sie sehen sich häufig selber als Opfer, die ja selber keine Liebe, keine Zuwendung erfahren haben. Der Täter hat aus meiner Sicht einen relativ hohen Planungsgrad gehabt und das Andeuten und Ankündigen eines Selbstmordes kann möglicherweise hier der Versuch gewesen sein, das Ganze zu verschleiern, zu verharmlosen oder möglicherweise dann auch für sich persönlich einen Schuldausschließungsgrund im Vorhinein schon mal festzustellen. Ja, das Entscheidende heute war ja die Frage, wird nach Erwachsenenstrafrecht oder nach Jugendstrafrecht verurteilt? Und es ist jetzt das Erwachsenenstrafrecht geworden. Frank, was wäre speziell auf den Fall bezogen denn der Unterschied? Ja, ein ganz entscheidender Unterschied ist natürlich, beim Jugendstrafrecht sind maximal 10, im außergewöhnlichen Fällen sogar 15 Jahre möglich, aber eben nicht mehr. Der Hintergrund ist ganz einfach, dass man sagt, junge Menschen müssen noch mal eine Chance haben, noch ein neues Leben zu führen. Und hier ist es eben der große Unterschied. Erwachsenenstrafrecht heißt eben lebenslänglich. Und das ist der ganz entscheidende Unterschied. Diesen sogenannten Vorbehalt der Sicherungsverwahrung, der wäre so oder so unter Vorbehalt gekommen, weil man eben sagt, da muss man noch versuchen, ihm irgendeine Chance zu geben im Leben, vielleicht noch mal nach draußen zu kommen und wirklich noch mal ein neues Leben zu beginnen. Aber das wird die entscheidende Frage hier auch genauso sein wie im Prozess. Psychiatrische Gutachter werden ihn permanent untersuchen. Er wird, wie gesagt, jetzt eine Therapie machen. Da ist von auszugehen. Die Frage ist nur, hat die Erfolg? Der Psychotherapeut hat es ja eben auch nochmal beschrieben, bei diesen sogenannten antisozialen Typen, die haben kein Empathievermögen, sie haben kein Mitleid für Opfer. Das heißt, sie agieren nur und können einfach nicht spüren, dass sie da Unrecht tun. Und sollte sich das nicht abstellen lassen bei ihm, dann ist er eben auch in meinen Augen nie wieder rauszulassen, weil er einfach zu groß eine Gefahr darstellt. Und Marcel Hesse ist ja heute 20, zum Tatzeitpunkt war er 19 Jahre alt, genau. Sogenannter Heranwachsender. Warum hat man sich jetzt für das Erwachsenenstrafrecht entschieden? Weil die Gutachter einfach sagen, er ist eben nicht mehr in dem Sinne unreif. Auch die Tatplanung, wie er das alles gemacht hat, er hat sich um Berufe beworben, er hat ja ziemlich gezielt, wollte ja auch zur Bundeswehr. Und die Gutachter sagen einfach, in den Gesprächen haben wir gemerkt, er hat das ganz klar geplant, er ist insofern ausgereift. Der Verteidiger sagt immer, naja, er ist aber auch mit einem Holzschwert durch den Garten gelaufen und hat auf Büsche eingeschlagen. Das zeugt ja eigentlich nicht von Reife, von Erwachsenenreife. Aber die Gutachter haben sich da nicht beirren lassen, muss man sagen. Die eine Gutachterin ist eine sehr langjährige, erfahrene Gutachterin, die in sehr vielen großen Prozessen Gutachten gemacht hat. Also sie hat wirklich große Erfahrung und die macht das nicht so leichtfertig. Und es gibt kaum Fälle, wo Ähnliches mal so verurteilt worden ist wie heute. Genau, das wollte ich dich auch gerade fragen. Was für Fälle gibt es denn, wo vergleichbar auch so geurteilt wurde? Ja, es gab mal ein Verfahren in Duisburg, da gab es den sogenannten Pokémon-Mord. Dort hat auch ein junger Mann zusammen mit seiner Freundin damals auch eine ganz schreckliche Tat, einen Jungen entführt, getötet, mit der unglaublichen Begründung damals, sie wollten mal Sex neben einer Leiche haben, man kann sich das gar nicht vorstellen, haben danach die Leiche auch, also den Kopf abgetrennt. Also auch eine ganz grausame Tat und das Mädchen ist später wieder rausgekommen. Der junge Mann aber nicht. Er war damals zum Tatzeitpunkt genau wie Marcel Hesse auch 19. Und der bekam damals auch diese nachträgliche Sicherungsverwahrung. Und die Gutachter sagen, bis heute ist er brandgefährlich. Er hat auch in Befragungen immer wieder gesagt, wenn er mal wieder rauskäme, was er denn dann gerne machen würde. Er hat wenigstens ehrlich gesagt, er möchte wieder jemanden töten. Und da sagen natürlich die Gutachter, so einer darf nie wieder raus. Und der sitzt bis heute. Schon fast 20 Jahre her und daran sieht man eben auch, der kommt wahrscheinlich auch nie wieder raus, wenn er sich nicht ändert und er scheint nicht zu therapieren zu sein und das muss man jetzt hier abwarten, ob das ähnlich ist und Marcel Hesse dann vielleicht wirklich bis zum Tode hinter Gitter bleibt. Und du hast ja auch mit an einer Doku gearbeitet über diesen außergewöhnlich brutalen Fall. Die komplette Doku, die gibt es auf Bild Plus, also auf bild.de mit Bild Plus und wir schauen uns jetzt aber auf jeden Fall schon mal einen Trailer davon an. Thank you.
Ich habe hier gerade den Nachbarn umgebracht. Fühlt sich ehrlich gesagt gar nicht so besonders an, um ehrlich zu sein. Meine Hand blutet jetzt und das ist das Einzige, was mich gerade stört. Vielleicht locke ich noch einen Nachbar rüber und mache da das Gleiche. Wie ging's Jaden? Hat er viel Schmerzen gehabt? War der schnell bewusstlos, dass er nicht so viel mitgekriegt hat? Hat er Angst gehabt? Wollte, dass seine Mama bei ihm ist? Das sind so Sachen, die wirklich immer extrem viel durch den Kopf gehen. Überall Blut und es lagen Stücke, Teile, wie auch immer man das nennen will, verteilt im Raum. Das sind Täter, die eiskalt sind. Sie sind berechnend, sie haben keine Gefühle. So wie im Schweigen der Lämmer Hannibal Lecter. Wut, Hass, ich habe alles in mir an Gefühlen, die man so haben kann. Wir hatten es mit einem sehr brutalen Mörder zu tun. Was aber besonders war an dieser Sache, er hat mit seinen Taten gerühmt. Und dann habe ich jetzt zwei Morde auf dem Hals. Ja, wir haben eben auch die Mutter des Doppelmörders kurz im Video gesehen. Frank, du hast das Interview mit ihr geführt. Ja. Wie geht die Familie von Marcel Hesse mit den ganzen Geschehnissen um? Ja, sie hat mittlerweile den Kontakt auch zu uns Medien komplett abgebrochen. Sie hat auch vor Gericht nicht ausgesagt. Also die einzige sozusagen Aussage der Mutter gab es bei uns in diesem Film damals. Mit uns hat sie gesprochen. Und wie sie es auch gerade schon sagte, Wut, Hass, also sie haben den Jungen regelrecht verstoßen. Also sie hat keinen Sohn mehr. Im Gericht hat nur die Schwester ausgesagt von Marcel. Und sie hat aber auch eindeutig gesagt, welche Gefahr er darstellt, wie er die Familie auch tyrannisiert hat. Und sie war so tapfer und hat vor Gericht ausgesagt, die Eltern wollten und konnten das nicht. Sie haben ja die Möglichkeit als Angehörige einfach dieses das Aussageverweigerungsrecht und davon haben sie Gebrauch gemacht. Also ich glaube, dass die Familie erleichtert ist, dass jetzt endlich ein Urteil gesprochen ist und ich glaube und befürchte ein Stück weit ja auch für Marcel ist und bleibt am Ende natürlich auch der Sohn dieser Familie, dass die keinen Kontakt mehr mit ihm wollen. Es war zum Beispiel beim ersten Prozesstag auch, er kam in sehr ungewaschenen Anstaltskleidung in den Gerichtssaal und darauf angesprochen, sagte der Verteidiger, ja, die Familie möchte ihm keine vernünftige Kleidung zur Verfügung stellen, sie wollen ihm nicht helfen, das hätte er in seiner Laufbahn auch noch nie erlebt, sie hätten ihn regelrecht verstoßen und das scheint auch wirklich so zu sein, sie kommen mit den Taten einfach nicht zurecht. Vielleicht, weil die Mutter auch immer gesagt hat, habe ich nicht irgendwo Mitschuld, ich habe ihn erzogen, vielleicht sind es auch Schuldgefühle, aber sie haben den Kontakt komplett abgebrochen. Vielen Dank, Frank Schneider. Ja, soweit die aktuellen Infos zur Urteilsverkündung im Prozess um den Herne-Killer Marcel Hesse. Das war es soweit von unserer Seite. Alle Infos findet ihr natürlich auch auf bild.de und die Doku um diesen außergewöhnlich brutalen Fall gibt es auch bei uns auf der Seite.